Grundsätzlich haben die Einsatzkräfte jetzt an sich eine Situation geschaffen, wo wir alles im Griff haben, wenn ich das so mal sagen darf. Wir sind an vielen Stellen noch tätig, Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz und so weiter, sind gemeinsam damit halt momentan beschäftigt, die entsprechenden Unwetterschäden zu beseitigen. Also wir haben so circa oder knapp über 1000 Einsatzkräfte. Da sind natürlich nicht nur die Feuerwehren, dass das THW, das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei und so weiter mit eingerechnet. Weiter die nächsten Tage wird es so gehen, dass einzelne Schadensaufnahmen dann erfolgen und sich die Einsatzkräfte, denke ich mir, langsam wieder in den Normalbetrieb zurückziehen. Wir mussten ja jetzt auch während der Unwetterlage, ich sag mal, für normale Schadenslagen, Verkehrsunfälle, Brände und so weiter, ja auch noch einen gewissen Grundschutz gewährleisten. Wir hatten also außer der Unwetterlage ja zwischendurch auch noch Verkehrsunfälle und dergleichen, die erfolgreich halt von unseren Einsatzkräften dementsprechend abgearbeitet wurden. Und es sind noch viele Aufräummaßnahmen. Wir müssen unser Gerät wieder in Ordnung bringen. Aber bevor wir das Gerät in Ordnung bringen, glaube ich, sind noch viele Dinge zu erledigen. Keller leer zu pumpen, Straßen zu räumen und so weiter.